Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft. Ich muss euch was beichten. Zwischen den zwei Folgen, zwischen den Folge 2 und zwischen Folge 3 habe ich leider was aufgenommen, aber habe leider vergessen auf Aufnahme zu drücken. Hoffentlich verzeiht ihr mir und ja. Auf jeden Fall, in der Zwischenzeit habe ich zwischen den zwei Folgen sehr viel Kohle bekommen. Einmal 64 Stack Kohle, einmal 48 Stack Kohle. Wir haben Granit gefunden, wir haben Diorit, Natur gefunden, haben Eisen gefunden und haben Andesit gefunden für unser späteres Hausbau. Für unseren später Hausbau. Hausbau? Sorry. So, jetzt haben wir dies. Und ja, ich habe am Haus noch weitergebaut. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Da muss noch was weg. Oder fällt eine Treppe? Ja, hier fällt eine Treppe. Habe ich hier noch keine Treppe hingebaut, so, sonst müssen wir ja immer hochspringen. Also, was ich sonst noch gemacht habe zwischen den zwei Folgen, habe einen Händler abgemurkst. Er ist entflohen, hat uns seine zwei Alpakas hier gelassen, haben natürlich sie angekettet. Haben das Haus fertig gebaut, also unser Häuschen. Fürs erste reicht dies. Und ja, also es reicht zum Übernachten, unsere Sachen zum Schmelzen, wo wir hier finden. Unsere Sachen einlagern. Das reicht. So, und dann möchte ich aber von polierter Granit möchte ich jetzt Treppen herstellen an 4 Stack. Dann den Stein auch hier so rum. Und wie gesagt, Entschuldigung, falls ich an so manchmal Schwäbisch rede. Andesit, Natur. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß. Sieht nicht so schön aus. Aber gibt's Schlimmeres, würde ich mal sagen. So. Treppe, Andesit braucht ein Mensch wahrscheinlich. Diorit haben wir was mit Diorit? Nein, kommt es da rein? Okay, Kohle. So. Wir werden heute in dieser Folge werden wir nicht an unser Haus weiterbauen. Wir werden uns bei unserer Mine
werden diese vertiefen und hoffen, dass wir weiterhin mehr Rohstoffe finden, gerade Eisen oder sonst irgendwie was noch. Und kaputt ist es. Versuche definitive Leute, heißt doch, oder? So. Oh, hier haben wir schon eine Kohle. Ist ja richtig gut. Es läuft, alles läuft richtig gut für uns. Das freut mich. Wartet mal ganz kurz, ich gucke kurz, ob die Aufnahme wirklich läuft. Jo, die Aufnahme läuft, das finde ich sehr nice. Und wie gesagt, wenn es mir manchmal auf Schwäbisch meine Sachen kommen oder kommen, sagen wir so, also irgendwelche schwäbische Wörter, dann tut es mir leid. Wie gesagt, ich komme aus dem Schwaberland und für mich ist es sehr schwierig, dauerhaft Hochdeutsch zu sprechen. Vergessen. Kohle. So viel Kohle wird die mal haben. Also in Geldform. Ist ja richtig cool. Da haben wir auch noch Kohle. Hier geht es ja noch weiter. Hier ist noch Kohle. Und hier noch mal. So. Also ist das so ein Stein, den wir brauchen? Theoretisch. Machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Setzen hier mal einen Stein hin als Markierung. Hoffentlich vergessen wir es nicht, dass hier noch einmal Theoretsteine sind. Blöd. Das ist dumm von mir. Welche Spitzhacke habe ich noch? Ah, die Holz, die sind immer noch nicht. Also die Steinspitzhacke möchte ich später für zum Verbrennen nehmen, für unsere Ofen. So. Und diese Spitzhacke überlebt nicht mehr lange. Ich habe in meinem Kopfhörer gerade ein sehr
tiefes Kraulen gehört. Ganz neu für mich dieses Geräusch. Noch nie gehört in Minecraft. Oh, auf halt eine Treppe ist so. Oh, Entschuldigung. So, brauchen wir Buchweizen. Nein, Treppi. So. Diorit. Granit. Da rein. Da machen wir mal ein paar Treppen aus dem Stein, Bruchstein. Ich finde das Stein ehrlich gesagt sehr, sehr hässlich. Und was soll man schon mit dem Steinmacher was machen? Den können wir allerhöchstens wegschmeißen, aber ich finde das wirklich zu schade. Ich brauche ja noch. Steinspitzhaxen. Warum sage ich immer Schweinspitzhaxen? Heißer Schweinspitzhacke. So, jetzt haben wir es. So, das reicht. Bruchstein, den lassen wir mal hier. Das lassen wir mal hier. Das lassen wir mal hier. Schaufel lassen wir mal. Nehmen wir mal mit. So. Das wäre mal cool, wenn ein Schäfchen noch vorbeiläuft. Ein Schäfchen, sodass wir ein Bett bauen können. Das wäre mal richtig nice. Entschuldigung, also ich bin gerade mit dem Mikrofon ans mein Gaskummer gekommen. So, Forsch haben wir genügend roter Stein. Wir haben Eisen gefunden. Das ist so richtig cool. Und noch mehr roter Stein. Gold gefunden, das ist ja richtig cool. Dies ist ja richtig cool. Wir brauchen eindeutig einen Spitzhacksen.
ein Spitzhacke. Jetzt haben wir es. So dass wir noch öfters mal Gold finden. Oder Diamanten. Können wir dies abholen. Ach stimmt. Gold kann ich bloß mit Eisenspitzhacke abholen. Das ist jetzt blöd. Jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir hier Sand gefunden. Sand braucht doch kein Mensch in Minecraft. Ich sehe nichts. Ah, wir sind so weit. Okay. Was ich jetzt gerade nicht so viel rede. Ich habe nicht so viel zum Reden gehabt. Kehren wir gleich um und dann uns mal wieder leeren. Okay. Wir haben Eisen gefunden, das ist schon mal gut wieder. Ich habe die ganze Zeit irgendwo was geräusche. Wie scheint das Ende zu sein? Uns nur die eine Möglichkeit. Also uns bleibt nur die Möglichkeit nach links, nach rechts zu gehen. So dass wir vielleicht irgendwann mal auf Diamanten oder Eisen treffen. Das wäre richtig cool. Ui.
räumen wir noch alles. Ach, das Eisen. Das Eisen tun wir hier rein. Wehe, es spuckt mal so ein Alpaka oder sonst irgendwas. Alpaka oder Lama, ist es auf, spuckt auf mich. Dann haben wir aber ein riesiges Problem. Hier hätten wir noch Stein gehabt, also Granitstein. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich war ich nicht zu leise beim Reden. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge.